Aber offensichtlich sind das auch geschmackliche Vorlieben, die dort herrschen. Aber Deutschland ist Sieger und unser Chef Thomas Schreiber rechts auf dem Stuhl. Und Dänemark wird Vierter. Deutschland, Stefan Raab jubelt. Lena kann es nicht fassen. Deutschland ist Gewinner. Deutschland ist Sieger des Eurovision Song Contest 2010 mit 246 Punkten. Ein Riesenglückwunsch, es ist nicht zu fassen. Die Bilder aus Deutschland sind dort eingeblendet, aus Hannover, aus Hamburg. Und es ist wirklich überwältigend. Wir haben gewusst, sie hat einen guten Eindruck hier gemacht, die Bilder aus ihrer Heimatstadt aus Hannover. Einen guten Eindruck gemacht, eine gute Reaktion, tolle Resonanzen bekommen, aber das dann auch in Punkte umzusetzen, das ist das Problem. Und dass das gelungen ist, ist unglaublich. Seit dem 1. Februar, seit dem 2. Februar, seit der ersten Castingshow ist ihre Karriere überhaupt erst in die Richtung gekommen, die sie nun eingeschlagen hat. Hat in Deutschland sehr viele Platten verkauft, Erfolge gehabt. Aber das nun auch umzusetzen auf europäischer Ebene ist unfassbar und hätte nie jemand gedacht. Morgen kurz nach drei kommt Lena übrigens auf dem Flughafen Hannover an. Es gibt ein Sonderprogramm in der ARD und auf Pro7. Da wird man dann erfahren, was dann da vorgesehen ist. Sicherlich in Hannover eine große Feier. Also um 15 Uhr, kurz nach 15 Uhr, kommt sie in Hannover auf dem Flughafen an. Ein Sonderprogramm auch in der ARD und in Pro7. Und dann ist die spannende Entscheidung natürlich noch offen. Wo findet der nächste Eurovision Song Contest statt? Ich weiß es nicht. Hier kommen die Gewinner. Hier kommt Lena und die Delegation, ihre Background-Sängerin auf die Bühne. Ein Wahnsinn. Ja, da ist ja auch wohl jeder überwältigt, selbst der alte, coole Stefan Raab ist da doch mitgenommen, Lena sicherlich jetzt auch. Das ist nun wirklich eine Sache, die man doch nicht erwartet hat. Da ist Alexander Rybak, der alte Shaker. Das ist die Trophäe, die sie gewinnt, die Glas-Trophäe, den Eurovision Song Contest Preis. Und Alexander Rybak feiert seine Nachfolgerin. Okay, you have to stop kissing her, Alexander. Lena, congratulations. Any words to describe this moment? It's just... Hi. Yeah. I think I'm not strong enough to take this the whole time. Okay, we can help you. Thank you. This is so absolutely awesome, and I feel like just this is not real. Ja, sie kann es nicht richtig fassen. Natürlich hat sie es noch nicht richtig realisiert. Hier die Bilder aus Hamburg. Lena, the whole of Europe is watching you. Germany, your friends, your fans. Do you have anything you'd like to say to them? No, it's just I'm so happy and so thankful. And so grateful, and I never thought that we could do this. So this is so. Sie ist sehr dankbar und sie hätte nie gedacht, dass sie das schaffen könnte. Do I have to sing now? Yeah, you have to. We love you so much. Und sie fragt, ob sie singen muss. Sie muss singen. Das ist immer so. And congratulations to all of you in Germany. Und nochmal das Ergebnis Deutschlands. 246 Punkte, das muss man sich einrahmen. Türkei 170, Rumänien 162, Dänemark 149 und Belgien auf dem 6. Platz, Aserbaidschan auf dem 5. Sprechchöre für Lena. Und das
ist die Verabschiedung unserer Gastgeber, die einen großartigen Wettbewerb hier ausgerichtet haben. Da haben wir wirklich eine hohe Messlatte zu erfüllen und zu überspringen im nächsten Jahr 2011. Lena with Satellite is the song that Europe has chosen as its favorite. Jetzt wird es nicht nur in Deutschland ein Hit, sondern in ganz Europa. Übrigens geschrieben dieser Song von Julie Frost, einer Amerikanerin, und John Gordon, einem Dänen. Die haben den Song eigentlich als Ballade gesungen und nur durch ihre Interpretation als Up-Tempo-Song ist es zu diesem großen Hit gekommen. Das muss man auch mal sehen. Yes, congratulations to everyone in Germany. Also, feiern Sie gut. Es ist wirklich ein Anlass, den man feiern muss. Und es gab eine wirklich sehr gelungene Zusammenarbeit zwischen der ARD und ProSieben durch unser Star für Oslo. Und nun auch morgen Sendungen auf in der ARD und auf ProSieben. Die Ankunft Lena kurz nach 3 in Hannover. Alles weitere, die Details, die man ja nicht so planen konnte, werden wir dann morgen erfahren. Satellite, Lena, der Sieger des Eurovision Song Contest 2010. Peter Orban sagt tschüss aus Oslo mit Lena. Ciao. Just the other day, you're crazy. Ich weiß nicht, wo ich jetzt hin soll. Ich quatsch einfach noch mal ein bisschen.